Mauchin, Seefrieden. Bodensee und Bregenzer Wald im Jahre 1823. Franziska Mauchin hat alle Anfeindungen hinter sich gelassen und der See ist ihr zur neuen Heimat geworden. Die Hungerwinter sind überstanden, die Kriegszeiten scheinen endlich vorbei, doch die Menschen sind nach Jahrzehnten der Kämpfe und Umbrüche skeptisch geworden. Ein großes Fest im Haus zum Baumgarten soll alte, prunkvolle Zeiten nochmals auferstehen lassen. Doch die zurückliegenden Jahrzehnte haben ein unaufhaltsames Räderwerk der Veränderung in Gang gesetzt. Die alte Ordnung hat keinen Bestand mehr und was für die einen Familien Niedergang bedeutet, sichert anderen den Aufstieg. Viele Fremde sind zudem in die Inselstadt gekommen und nicht alle führen Gutes im Sinn. Wird Franziska Mauchin auch die Herausforderungen dieser neuen Zeit bewältigen? Natürlich handelt der dritte Mauchin vor allem am Bodensee und in der Inselstadt. Doch für eine kleine Episode wechselt der Handlungsraum in ein weit entferntes Flusstal, in welchem ein romantisches Schloss liegt, über dessen Anhöhe ein Denkmal entstehen soll. Gespannt?